Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 6. Also in der letzten Folge wurden wir von Locke und einer Horde von Kätzchen gerettet vor dem bösen Imperium unter der Führung von Imperator Gestahl. Außerdem haben wir das erste Mal Kefka, den Hurensohn, gesehen. Und jetzt sind wir mit Locke nach Figaro geflohen. His Highness said he'd marry me when I get older. Super. Matron, Edgar has a twin brother. He was such a nice boy. Und dann? Brother, what's wrong with father? What's all this talk of his successor? Are you blind? Look how thin his face has become. Oi. What is it? Brother. 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 Tears? Okay, you're kind of dumb, aren't you? Edgar's twin brother who traded the throne for his own freedom. That isn't typ für mich. Saban. Alles klar. Yes, his name is Saban. Oh, he looked so like his father. When he ran away, he was a sweet little child. I wonder what he's like now. Ja, ich auch. Ich auch, Olle. The Empire has smashed the three cities on the southern continent. Just a matter of time till they come up here. Oh ja, wenn du das sagst. Das macht mich aber überhaupt nicht froh. Alles klar, dann gehen wir jetzt mal nochmal den Maschinenraum abchecken. Weil sonst scheint ja eigentlich nicht mehr wirklich was zu sein. Habe auch noch nicht irgendwie jetzt neue Instruktionen bekommen. Also von daher. War denn die Treppe zum Maschinenraum? Nope. Aber wobei, wenn ich jetzt gerade hier bin, dann kann ich ja nochmal gucken, ob der Edgar-Lappen noch da ist. Oder wieder. Chancellor, the whole business of the succession was so repugnant to Saban, the king's brother, that he fled the castle forever. The succession was settled with a coin toss. Ah ja, super. Wenn bei euch so easy geht, geilo. Was hier? Nix. Well, how do you like my castle? Skyl. Skyl. King Edgar, someone from the Empire... Someone from the Empire to see you. Probably Kefka. Oh, da war nix mehr weg hier. Yep, Kefka. Phew! Emperor Gaston's stupid orders. Edgar, you pinhead, why do you have to live in the middle of nowhere? These recon jobs are the pits. Ahem, there's sand on my boots. Du Arschloch! Yes, sir. All set, sir. Idiots. Alter, ist der cool. Sir Kefka, what on earth do... Out of my way. Out of my way. I thought we were allies. What are you doing in my domain? You've been busy down south, looking for more cities to destroy. That's for us to know. Okay. What brings Kefka, humble servant of Emperor Gestahl, into our lowly presence? A girl of no importance recently escaped from us. We heard she found refuge here.
This wouldn't have anything to do with this witch everyone's been whispering about, would it? Lies! She merely stole something of minor value. Is she here? That's a tough one. You see, there are more girls here than grains of sand out there. I can't keep track of them all. I'd hate to be you if we find out you're lying. I truly hope nothing happens to your precious Figaro. Nix wie weg. Los. Schiff. I'd say that guy's missing a few buttons. Edgar, where's Terra? Take her to her room. I'd love to chat with you, but the Chancellor and I must plan our strategy. Flieg weg, Alter! Sometimes I hate being a king, if you'll excuse me. Follow me. Alles klar. Na ja, war ich eben schon mal. Junge, ist er hin? Ah. Don't you worry about a thing. You're Locke, right? Edgar told me about you. Is it true you're a thief? That's treasure hunter! On the surface, Edgar pretends to support the Empire. The truth is, he's collaborating with the Returners, an organization opposed to the Empire. I am his contact with that group. The old man you met in Nashe is one of us. Empire. But I'm a soldier of the Empire. That's not true. They were using you. Things are different now. I don't understand. What should I do? I can't tell you what to do. You don't have to decide right away now. You'll soon find your way. Alles klar. Dann hoffen wir mal. Gib mir mal pinnen. But how would I know which way is right? Das Imperium hatte ich manipuliert, Olle. Jetzt geht's zum Gestahl, ja? Nee, Edgar. What the? Hä? Wollte er what the fuck sagen, oder was? Oh Gott. Kefka! What's happening? It's the Emperor! It's Kefka! What are you doing? Huzo, bring me the girl. Now. I don't know what you're talking about. Then, welcome to my barbecue. Arschloch. Ja, die zwei sind aber auch ziemlich Drecksack irgendwie. Get ready. Yes, sir. Changed your mind? I guess I have no choice. Chocobo! Or maybe I do! Ugh, shameful that a king should flee, leaving his people behind. How utterly delightful! Jump! Yeah, man. Okay, dive now! Yahoo! Super! Figaro submerge mode engaged. Sag's doch, Flugschiff. No one can touch the people of Figaro.
Fall, Kefka. Go, get them! Winkt er. Oh nein! Was? Das ist ja scheiße jetzt mal. Tja, dann bleibt Terra wohl liegen. Oh shit, ich hätte leveln sollen. Ich versuch's jetzt mal nochmal. Oh nein, der Edgar sollte heilen, fuck. Oh, Alter. Mega Fail. Okay, lock. Rette meinen Arsch. Oh. Fuck. Bravo, Figaro. Du hast ja aber gar nichts dazu beigetragen, Alter. Wir haben Kefka vorbei. Son of a submarine, they pay for this. This is great. Yeah. Was that a bad person? I'm scared. Yes, bad person. Terra, there's someone I'd like you to meet. We're members of the Returners. Our mentor, Bannon, would certainly like to meet you. Magic is going to be the key to winning this war. Magic. Terra has magical powers. That Esper seemed to react to her. Can there be some connection? I am the foggiest. It just seems natural to me that I have the use of this power. But no human is born with the powers you seem to have, and... What? You bitch slapped her. Hast du fertig gemacht? I apologize. What should I do? I'm sure the Empire is going to come after you. If they get their hands on you again, the world's finished. Terra, you want to understand your own powers, right? Then I think we need to consult with Bannon. Please. Okay, to the south, there's a cave that leads to South Figaro. Alter! 3D-Effekt! Ah, Cave. Ja. Machen wir aber erstmal safe hier.
Jetzt müsste ich natürlich nur mal gucken. Bringt denn Sleeping Bag irgendwas jetzt? Oh, ich brauch Phönixfedern. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt nicht verballert habe. Oh, Glück gehabt. Yay, nochmal saven. Tja, jetzt die Frage. Erstmal ein bisschen hier rumkloppen oder gehen wir in die Höhle? Wir gehen in die Höhle. King Edgar, where are you headed? Through the cave and eastward to South Figaro. Return to the castle and tell the others we're safe. Yes, sir. Take care. Ba-bam, bam. Ba-dam-bam. Bam-bam-bam. Das Theme ist so geil. Dungeon! Recovery Spring. Ja! Das hätte mir ja mal einer vorher sagen können. Alter, das Viehzeug ist gar nicht mal so schwach. Guck dir das mal an. Alter! Oh, super, Schlaf. Versuchen wir mal, die Mücke da wegzuhauen. Dude! Ja, voll ab hier. Diese Beharrt, dass der Edgar das Stärkste ist. Aha. Der Edgar ist also sowas wie mein Krieger im Moment, wie es aussieht. Haut drauf, Edgar, und du machst. Edgar, what's the matter? You look positively spooked. Did you just see what I saw? Yeah, this kid seems loaded for bear. She's amazing. That was magic. Magic! Ja, ja, ich verstehe schon. Magic! She used magic? What? What? Tara, where on earth did you learn that? Jungs. Hornisse? Sorry, Look, I didn't mean to make such a big deal of this. Me either. It's just that I've never actually seen magic before. Where did you... Halte mal die Fress! Hau doch mal die Hornisse weg! Edgar, Tara can use magic and we can't. That's the only difference between us. The fact is, we could use her help. Thank you, Locke. Thank you, Edgar. Können wir das Vieh jetzt mal weghauen? Stop swooning! Geil. Geil. Tara gained a level. Tara learned antidote. This is mega funny. This game is mega funny. Ohne Scheiß, man. Recovery Spring. Macht der auch Magic? Yep. Alter, richtiger Dungeon hier. Gucken, geht's da rechts dran vorbei oder ist das Wand? Okay, Crawly. Jo, mit der so erst. Als drauf. Ah, perfekt. Doch nicht.
der König wird jetzt furzen. Er hat Sodbrennen. Loot. Ja, die Gruppe wieder. Also, erstmal die Hornissen wegkloppen. Ja gut, es ist nur der Edgar, also alles cool. Jetzt ist es der Edgar. Das ist shit. Oh, Alter. Darf ich mal zuhauen? Okay, der Edgar muss die Blobse angreifen. Die zwei Schwächeren machen den und der Edgar macht den. Terra ist halt echt nicht so stark. Vom Life her. Ich müsste ja eigentlich echt, glaube ich, mal ein bisschen grinden. Das ist ja nun mal was, was es bei den älteren RPGs einfach gibt. Man muss mal grinden. Okay, Blearies und Crawlies. Netter Schlag von Terror Guard. Okay, demnächst irgendwann in der Runde muss ich auch nochmal die Terror heilen. Wow, Zufallskämpfer! Ha, voll Gleichstand. So, fast so. Wie sie sich freuen. Alles klar, gehen wir mal nach unten. Sackgasse. Okay, geh ich mal hier runter. Ist auch Sackgasse. Klar. Okay, nur diese Crawlies, das geht ja. Boah, das macht Dauerschaden. Alter, Fickfee ist noch nicht kaputt. Gibt's da 172? Netter Crit von Edgar. Okay, Lock und Terra mit einem schönen Level-Up. Magic, Cure. Raus mit dem Zeug. Thank you.
Crawlies. Was? Aber was ich jetzt einfach mal so sagen muss, es gefällt mir jetzt schon noch mal wesentlich besser als Final Fantasy 4. Einfach, weil man hier bei dem sogar tatsächlich was machen muss. Final Fantasy 4 ist einfach nur durchschaffen. Bis auf der Final Boss, der dann auf einmal ein totaler Assi ist. Oh, Jungs. Ach, falsch. Wollte ich gar nicht. Und ich hatte Terra den jetzt weg. Sehr gut. Oh, Phoenix wieder. Geilo. Jetzt kann ich wieder meine Crewmitglieder heilen, wenn sie down sind. Alter, ich krieg nur noch diese Crawlies hier. Aber ich hab voll die Method jetzt. Oh, komm. Junge. Hab voll die Method jetzt raus. Jetzt haut der Edgar noch ein bisschen dicker zu. Geil. Warum ist das denn da aus? Das sieht nach Ausgang aus. Das Spiel leider noch ein bisschen ungenau. Manchmal ein bisschen langsam. Aber naja. Das ist doch unergarantiert der Ausgang. Ja, scheiße, das ist der Ausgang. Nix. Müssen ja hier alles exploren erstmal. Wo geht's ja nicht? Da rechts bin ich nämlich noch nicht lang gegangen. Hornissen. Okay, also was ich in der Folge auf jeden Fall mal machen will, ist nach dieses Südfigaro will ich auf jeden Fall mal finden. Und wenn wir das gefunden haben, speichern wir nochmal schnell und gehen nach Südfigaro rein, dann in der nächsten Folge. Aber erstmal Loot. Hey, wenn da nichts Ordentliches drin ist, ey. Gibt's auf den Sack. Ah, dieses Resetten da, das ist ein bisschen irritierend irgendwie. Tinktur.
Das hat sowas von nicht gelohnt. Das ist sowas von nicht worth it. Hör doch auf, ey. Tinktur. Super, wenn ich einen Ausschlag hab, dann kann ich mir die Pickel wegmachen. Klasse. Geilo. Naja, Experience. Als drauf. Crit. Oh, wie unnötig. Naja. Geil, ohne Ende. Oh, ich vermute mal, dass das Südfigaro ist. Das war's dann jetzt fürs erste Mal nochmal mit Final Fantasy. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kefka, Alter, wir haben Kefka jetzt mal erlebt. Und ich hoffe, dass ich euch bei der nächsten Folge nochmal begrüßen darf. Bye, bye.